Also wir sprechen da schon für ein hier, das ist richtig. Ja, ich kann eigentlich nur wiederholen, was die Dame jetzt eben gesagt hat. Das sind doch unsere Probleme. Das Essen ist manchmal eine Katastrophe. Es könnte besser sein. Moment, da haben wir ein paar Stichworte aufgeschrieben. Dann die Einteilung des Taschengeldes. Also uns stehen 80 Euro zur Verfügung. Davon müssen wir aber natürlich auch noch verschiedene Sachen bezahlen, also Waschmittel und was man eben halt noch so zum Leben braucht, hygienische Geschichten. Ein Problem wäre für uns, uns werden Zeitungen zur Verfügung gestellt. Für das ganze Heim gibt es zwei Tageszeitung. Zwei Tageszeitungen. Wie viele Einwohner sind Sie? Boah, wie viel sind wir dann? 60. 120. Aha. Ja, gut, da sind einige bettlägerig, aber da könnte es ein bisschen mehr geben. Also Sie sind eigentlich, wenn ich das kurz verschärfen darf oder pointieren darf, Sie sind abgeschnitten von der Außenwelt. Die Zeitungen, die Medien werden zurückgefahren. Das könnte man so formulieren, ja. Genau. Also da wäre zum Beispiel ein Zugang zum Internet. Wäre recht praktisch, wenn man sowas organisieren könnte. Da würden sich einige finden, die sich damit beschäftigen würden und wo man sich dann auch nach draußen äußern kann. Das wäre eine ganz praktische Verbindung, auch für die, die eben vielleicht nicht mehr so raus können, die am Rollstuhl gebunden sind oder ans Bett überhaupt gebunden sind. Also das wäre eine feine Sache. Okay, erstmal. Ja. Ich habe, als ich bei Ihnen war, auch etwas gehört von Busreisen, dass Sie früher Busreisen quer durch Deutschland unternommen haben. Ja, so ist es. Und diese Busreisen, sind die heute noch möglich? Soweit ich weiß, ist da nichts vorgesehen. Also es gibt keine Busreisen mehr. Sie kommen nicht aus Berlin raus. Nein. Und das war aber früher anders. Ja. Wir haben auch früher andere Heime besucht, wo man sich austauschen konnte. Was macht ihr, was machen wir? Also man kann zusammenfassen, die Aktivitäten sind eigentlich weggefallen. Woran liegt das? Angeblich zu wenig Geld. Ja. Beim Heim, also bei der Heimleitung, oder ist das die Gesellschaft, ist das die Politik? Ich denke mal, das hat nicht mit der Politik zu tun, sondern das sind die Heimleitungen. Das Geld ist eben knapp geworden, nicht? So, schlicht und ergreifend. Ja. Hat jemand eine Frage aus dem Publikum an diese Herren zur Realität in Altersheim? Vielleicht noch eine Bemerkung, dass man betonen muss, und das mache ich sehr gern, dass die Mitarbeiter des Heimes, also die Pflegerinnen und Pfleger, sich die größte Mühe geben, uns das Leben zu erleichtern. Nur eben, wenn keine materielle Basis da ist, können sie eben auch nicht allzu viel machen. Okay.